Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Nach 2 Wochen bin ich auch wieder da. Heute gibt es ein kleines Infovideo mit ein bisschen schlechtem Greenscreen, I know. Aber wir sind hier in Stumble Guys. Wir sehen heute mich in diesem Rennfahrer-Outfit, das man tatsächlich im Shop auch gratis kriegt, wenn ihr jetzt auf Stumble Guys geht. So sieht er aus. Wunderschöne Weste, wunderschönes Ding. Heute gehen wir ein bisschen in den Shop, gucken uns den Shop an, das ist ein großes Shop-Update für die letzten Stunden, die Sachen, die im Shop sind. Und gehen zuerst mal auf den Stumble Pass, denn ja, man sieht hier auch, was für Sachen man kriegt so. Auch wenn ihr nicht den Premium Pass habt, da kommen trotzdem coole Sachen, zum Beispiel Tokens, 10 Stück, zufälligen Skin, Animationen und Juwelen. Aber natürlich auch, wenn ihr euch den Premium Pass holt, habt ihr natürlich die Chance auf viel geileres Zeug, auf viel mehr Zeug jeden Tag. Und natürlich auch jedes Level und das ist natürlich echt cool. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal raus aus dem Pass und gehen rein in den Shop und gucken uns den mal an. Im Shop angekommen sehen wir direkt die Klassenangebote. Diese Aufnahme ist schon ein bisschen länger her, deswegen sind diese Angebote vielleicht noch für ein paar Stunden, nur ein paar Minuten. Aber auch diese anderen Angebote, die über 4 Tage gehen, natürlich sind natürlich noch vorhanden. Und wir gehen mal rüber zu den Skins und hier sieht man natürlich auch, man kriegt hier für 55 Juwelen einen gewöhnlichen Skin, natürlich zufällig, oder auch einen seltenen oder einen epischen. Oder auch natürlich das gruselige Weihnachtsrad und das Weihnachtsspielzeugrad. Das ist natürlich alles über 4 Tage noch hinweg, also ihr habt dann noch Zeit, jetzt noch ein bisschen Geld anzustecken und euch einen geilen Skin abzuholen. Oder natürlich auch für 3,39 das Starterpaket, das gibt es natürlich auch noch lange. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Krasses Update auf jeden Fall auch noch 50% im Minus die Juwelen Special. Ich würde da zugreifen, weil es ist echt viel, was man da spart und ja, oder auch hier die Juwelen könnt ihr euch da mit Bonus Tokens sogar noch holen. Also es ist wirklich krasses Update und dieses Update geht tatsächlich auch nur die ganze Season, also nur noch 5 oder 4 Tage. Also ich würde jetzt zuschlagen und das war das Shop Update. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war was Kleines. Wenn ihr mehr sowas wollt, dann lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!